Ausrufezeichen! Warum kommen Menschen und Pokémon so gut miteinander aus? Ja, damit beschäftigt sich seine Forschung. Und damit willkommen zurück zu Pokémon Weiß. Ja, und nach 11 Sekunden haben wir schon den ersten Versprecher. Glückwunsch! Dankeschön. Gerne. Guck mal, es ist ein Sohn hier. Ist echt lieb von dir, dass du meine Awesomekeit würdigst. Sehr gerne. Anbaggerer, tritt es los! Ja, genau. So wie Team Plasma damals treten auch wir nun das so. Damals, weißt du noch, damals, 1895. Ja, das war schön. Damals. So, und dafür damals, als der Part hochgeladen wurde. Das ist tot. Nee, als. Das war nicht über DSL. Richtig. Da mussten wir zu YouTube laufen und den von einer Diskette noch hochladen. Ja. Mega, Bruce Danell, Sauger. Mega! Ja, das hat mich jetzt ein wenig an Pokémon erinnert, an Digimon erinnert. Mega Flamme! Heiße? Nein! Nein, weiß ich nicht! Ich unterhalte mich nicht mit dir! Nein, ja, das sehe ich nicht ein! Es ist voll peinlich! Du bist so peinlich wie das Schöne von DSDS, ey! Vergleich mich nicht mit dem Schöne von DSDS, ey! Doch, der Schöne! Also langsam möchtest du wirklich Stress mit mir kriegen, habe ich so ein Gefühl. Was willst du machen, ne? Was willst du machen, hm? Soll ich dir gleich mal zeigen, was ich mache? Ich lege halt auf, das habe ich dem letzten Part schon angeguckt. Der wird langsam alt. Das ist embarrassing. So, hier sind wir gerade reingegangen, dann können wir jetzt wieder hoch. Das ist embarrassing, ich will ja auch was embarrassing ist für dich. Hiermit verabschieden wir uns das mit F. Da ist Vivian. Weißt du was? Lass mich in Ruhe. Honey, hast du da das Loch gesehen, beziehungsweise den Durchgang rechts? Ja klar. Da konnte man durchgehen. Ja, klar hab ich das gesehen. Ja, ich hab mir gedacht, ich mach's erst jetzt. Ein alter Mann. Ja, ich spüre sie, die sind alle starken Pokémon. Ja, und deswegen darf ich da nicht runter? Genau. Ich meine, sie könnte ja notfalls auch springen, aber nee, die 2000 Kilometer, die Klippe da tief ist, möchte sie nicht riskieren. Das kann die nie bringen. Jetzt geht's los, genau das haben wir angekündigt. Oh, die Brücke! Ja, die Bridge. Dann schauen wir mal hier, möchtest du mir was geben? Ja. Ich möchte wirklich. Okay. Bei nachts schaut sie vor allem auch immer so geil aus. Mega gut, ja. Hat er noch nie gesehen, aber sagt mega gut. Was habe ich noch nie gesehen? Natürlich. Die Brücke bei Nacht hast du noch nie gesehen? Ja, natürlich. Warst du schon mal in Septana City? Ja. Ich habe das Spiel schon durchgespielt. Du warst noch nie real life in Septana City. Achso, na. Dog. Auch die Autos unten sind sehr schön gemacht. Ja. Vor allem, hier fahren mal Autos in Pokémon. Ich dachte, es gibt keine Autos in Pokémon. Diese Kurve ist die beste, ja. Die brauchen doch keine Autos, wenn sie fliegen haben. Das ist ja eigentlich, ne? Mhm. Ist ja eigentlich völliger Schwachsinn. Ich kann mal voll gut die Umwelt schonen. Die Brücke haben wir, by the way, auch im Intro gesehen. Sehr schönes Teil. Boah. Ah. Erinnert so ein bisschen an die Golden Gate Bridge. Von den Pfeilern. Jetzt will ich da. Golden Gate Bridge. Finde ich ein wenig übertrieben, wie sie jetzt wegzoomen, ehrlich gesagt. Ja. Ein Schiff. Jetzt wird sie hochgeklappt, die Brücke. Oh. Hilf mir. Das gehört mir. Kommt da jetzt nicht gleich auch Bell oder so? Kann sein. Mann! Himmelspfeilbrücke, wenn ich das schon höre. Aber schöne Sicht hier. Und jetzt wieder unendlich weit weg. Mhm. Und jetzt wieder näher ran. Oh, ich meine schon, dass er jetzt, oder Chirin kam. Was natürlich blöd ist, weil Anbaggerer tot ist. Und hier sehen wir schon die Skyline von... Der Stadt. Der Stadt, genau. Stratos City heißt die. Aber es ist immer typisch so, ne, dass die dritte Ordensstadt immer diese Big City ist. Mhm. Big City Life. Big City Life. Ja, oh, das stimmt. Aber ich überlege gerade. Ich glaube, wir haben was sehr Drastisches vergessen, Freunde. Was? Wir müssen hier mal ganz kurz unterbrechen. Wir sehen uns sofort wieder. Bis gleich. Ja. Ganz klar. Und natürlich hat Kevin mal wieder gefailt. Ich spoilere jetzt hier nicht, aber es ging um ein Pokémon, das er dachte, dass man hier bekommen kann. Völliger Schwachsinn, wie ich gewusst habe. Echt? Ja, ist natürlich. Gott, Pat hat's gewusst. Ja. Bitte, nenn mich auch so demnächst in den Parts.
Okay. Keine Reaktion? Nee, dazu sage ich einfach nichts. So, und jetzt geht's endlich hier los in der Big City. Und ich finde die so episch gemacht, ne? Grafisch vor allem auch. Ich geh einfach mal nach hier unten. Ich habe nämlich gar keinen Plan mehr, wo was war. Hier war, glaube ich, die Schiffsfahrt oder so. Hallo! Hallo, Schiff! Ach, das Ding gibt uns... Ja, zu spät, ich habe es im Blattschein gekriegt. Oh, Mann. Oh, Dude. Klatsch ihn nochmal an. Ja, ich möchte noch eins. Nein, da gibt es eh keinen mehr. Ja, ist ja jetzt nicht so schlimm. Mit Affen wollen wir eh nicht so lange weiter mitziehen. Ein paar Daten raussuchen, was man hier so machen kann. Ich meine, hier war irgendwas mit Clowns, die du besiegen musst und so. Ein paar Daten raushauen. Ja, ich bin natürlich mal wieder mal super vorbereitet. Wieso pfeifst du? Ich verstehe das nicht. Das weiß ich auch nicht. Ach so, ja, einer ist beim Brunnen, aber ich glaube, das waren keine Clowns, sondern... Weiß ich jetzt gar nicht, was das war. Waren das nicht irgendwelche Tänzer? Ja. Genau, irgendwelche Tänzer waren das. Genau, die wollten zusammen wieder tanzen dann. Genau. Alter, ist die Stadt epic, ich lieb das. Haben sie wirklich sehr gut gemacht. Müssen wir die auf jeden Fall loben? Ja. Und am Ende, aber das betrifft wahrscheinlich jetzt noch nicht den Part, wird wieder geskypt, sehe ich hier. Aber was muss ich denn jetzt machen? Und war jetzt im Pokémon, da gibt's gar nicht nichts Vorgeschriebenes. Guck einfach dich erstmal in der Stadt um und dann gehen wir in die Arena. Hallo. Na, wer bist du dann? Und mit Team Plasma gibt's ja auch eine Story. Ja, das weiß ich. Das wusste ich noch. Schön. Wir gucken uns einfach mal die Stadt an. Die muss bei nachts auch wieder so episch sein. Bei nachts. Bei nachts. Gute Deutsch, Junge. Hallo. Die Kampf-AG? So. Was ist denn da? Was ist das hier? Kampf-AG. Trainer, die das da sind. Ach ja, hier kann man kämpfen. Hab ich gehört. Aufrufzeichen! An diesem Gebäude prallen nicht die Meinung der Angestellten nach, sondern ihre Pokémon. Die sind 7 Sterne, aber mach dich oben besser auf einiges gefasst. Ist das sowas wie ein Duellturm? Ich glaube nicht, nee. Ich glaube, du kannst ja einfach ganz normal gegen die Dinger kämpfen. Das heißt auch leveln. Mhm. Ich glaube, so ging das. 4. Stock sofort. Mhm. Ja, das war ja ganz normal. Hallo. Ach, genau. Ich bin die, ja. Uschi Herald. Der Nix. Wir haben gerade Mittagspause. Und, stimmt, ja. Ja, eben Mittagspause und dann wollen sie alle kämpfen. Ja. Aber gegeneinander nicht, das ist langweilig geworden. Nee, haben sie schon 1000 Mal. Ja. Praktival, weißt du, ja? Ja. Dann... Hol wieder mal den Anbaggerer, der mal den Aktivball ein wenig anbaggert, Freunde. Boah, das war, oh mein Gott! Ja. Ich hasse Geduld. Die schauen aber so aus wie Versicherungsmenschen. Ich mag keine Versicherungsmenschen. Nee. Ja, Schüter, mein Name. Hier eine Lebensversicherung für ihr Pokémon. Mein Pokémon wird nicht sterben. Dann hier eben eine AP-Versicherung für ihr Pokémon. Damit verliert ihr Pokémon nie wieder AP. Oh. Das, da hat sich's aus angebaggert. Ja, und da hat sich's aus angebaggert. Ich hasse dich! Ja. Ich töte dich! Jetzt übertreib halt sofort! Ja, ja, sehen Sie, eine Lebensversicherung lohnt sich doch. Und tot. Ach, nee, jetzt muss natürlich noch Geduld ansetzen. Bleib tot. Bleib tot! Okay, sie möchten keine Versicherung? Schade. Ja, hallo, Schlüter, mein Name. Alle Versicherungen. Kollege da gerade schon Schlüter? Heißen alle Schlüter. Achso. Ja. Das ist der gängigste Name bei Versicherungen. Oh, mir ist mein Pokéball hingefallen. Ja. Ja, bück dich ruhig. Oh, Mann. Oh, bück dich ruhig, da kann ich deinen Busch auspeitschen. Oh, das hab ich nie gesagt. Ja, flugt.
Flucht! Entschuldigung, Kevin. Du bist eine perverse Sau. Du hast den Part schon wieder vollends versaut. Das ist unglaublich. Das kannst du den Abonnenten doch so nicht verkaufen. Ja! Ja, Alter. Also mal ganz ehrlich. Das ist... Nee. Nicht, ne? Ja. Kann man gegen den auch kämpfen? Nee. Der möchte nicht. Nee, er schenkt uns aber den Flottball. Ja. Und anbei eine Versicherung. Oh, und den Timerball schenkt das auch. Eines Flirt- und Timerballs. Schon auch fertig unterschrieben, müssen sie gar nicht mehr machen. Wir ziehen ihn dann jeden Monat 2000 vom Konto ab. Ach, das geht. Die Musik von... Ja, hallo, Studier mal alle. Professoren, nee, ist ein Professor. Die sind mal voll strange. Hallo, Studier mal alle. Ja, Herausforderung von Forscher Milos. Ja, Forscher Milo. Ja, Milo. Ey, yo. Stefan Kiesling. Ey, yo. Ey, yo. I'm tired of using ticking. Ich hätte es eher gesagt, you don't know. You don't know. You don't know anything about me. Oh, X-Spezialverteidigung, okay. Das ist gewagt. Das ist gewagt, ladies and gentlemen. Wenn er sich da mal nicht verspekuliert. Heil, heil. Und jetzt setzt es den Rankenhieb und dann kann Stefan Kiesling auch... Schlafen gehen. Gute Nacht. Puh. Wieso Puh? Ich verstehe das. Ne? Wieso Puh? Hat er doch gesagt. Begegnen sich zwei Angestellte, werden Visitenkarten ausgetauscht. Yeah. Hier nehmen Sie meine Visitenkarte. Schlüter mein Name. Ich sehe genauso aus wie mein Kollege da vorne. Aber wir sehen ja alle gleich aus. Ein Barschuf. Auch nicht irgendwie abgekupfert, das Viech. Nein. Ganz neu, ganz innovativ. Ja. Ich meine, sie haben die Farbe geändert. Ja, eben. Ja. Und auch den Namen halt. Richtig. Bling. Bling. Oh, guck mal. Er ist auch sehr innovativ. Nach Barschuf kommt. Wer hätte gedacht, Barschuf. Aber diesmal mit blauen Streifen. Diesmal ist es männlich. Mhm. Ist voll männlich hier, ne? Warum ich das ja auch wirklich cool finde. Das fand ich ja auch in der ersten Generation schon cool, dass halt bei ein paar Pokémon Unterschiede zwischen männlich und weiblich gemacht wurden. Ja. Also vor allem in der dritten. Was das für ist? In der ersten? Nee, ich war... Dritten? Vor allem in der dritten mit dem Käfer-Pokémon. Wie hieß es denn? In der dritten? Mhm. Was halt zum Schluss zu Pudox und ach die Teile ja. Ja, Waumpel. Genau, Waumpel, ja. Dann die zweite Form war anders, ne? Das war einmal Cello, genau. Ja. Wenn du spieltest Cello. Die Scope-Linse, was ist das denn? Was ist das denn? Junge. Ja, und anbei natürlich wieder eine Versicherung. Schon unterschrieben für sie. Ich drehe jetzt eine Versicherung an. Oh, ich hab schon wieder meinen Pokéball. Ich sehe auch genauso aus wie meine Kollegin der Ruby. Ja, und ich bück mich auch mal. Ich bück dich, aha. Ja, ich bück dich auch mal, Gia. Dann kannst du auch mal piep. Deine Genauigkeit. Hat er sich gedacht, gegen einen Pflanzen-Pokémon setze ich erstmal eine Pflanze unter. Ja, aber die ist effektiver als Tackle. Soll ich sie beweisen? Ja, beweis es. Puh, besiegt. Das wäre lustig. Oh. Ich hasse solche Heilattacken, ey. Synthese. Da könnte ich ausrosten. Was machst du denn jetzt, ey? Bist
Scheiße, der ich schmatze. Warum macht der denn schon wieder Synthese? Der Part müsste jetzt schon zu Ende sein. Ja, weil du mich angepumpt hast, deswegen. Ja, genau, ja, deswegen. Du bist eine Wurst. Dankeschön. Bitteschön. Jetzt hat er natürlich auch wieder dazu getan, nicht mehr so was zu tun. Wir sind jetzt schon so 16 Sekunden über. Mann. Wir beziehen wieder Tommy. Ja, endlich. So, Tackle. Und jetzt ist Ende im Gelände, du Trassler und Mirabla. Baumboll noch, zah. Genau, Baumpil. Genau die, eine Wolke. Hier ist doch auch eine Wolke, was hast du denn jetzt? Das ist keine Wolke. Wenn das keine Wolke ist, dann weiß ich nicht, was das sonst sein soll. Ja, das ist doch hier Baumwolle. Da sagt doch schon der Name. Du musst auch mal mitdenken. Dazu kann ich einfach nichts mehr sagen. Ich kann dazu nichts mehr sagen. Wieso ist das nicht ein schneller? Das Interview ist beendet. Ja, es ist Baumwolle. Das ist schneller. Das ist eine Wolke, die nö sagt. Geht doch. Ja, und eine Wolke in Zukunft sagt nö. So, ich bück mich nicht mehr. Und du auch nicht. Ja, und belebe. So, Freunde. Ab zum Aufzug. Offscreen werden wir nochmal zum Pokémon Center latschen, dann die Etage höher gehen und dann beginnen wir dann den nächsten Part. Danke für Zusehen und tschüss.